إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alles gebührt Allah. Ihn preisen wir, ihm danken wir, ihn bitten wir um Schutz und um Zuflucht, ihn bitten wir um seine Vergebung. Und wir suchen allesamt Zuflucht und Schutz bei Allah vor dem Übel unserer eigenen Taten und vor dem Übel unserer selbst. Jedem, dem Allah den geraden Weg gewiesen hat, für diesen gibt es niemanden, der ihn in die Irre zu leiten vermag. Und jedem, dem Allah erlaubt, aufgrund seiner Weisheit, aufgrund seiner Entscheidung, dass er in die Irre geht, für diesen gibt es niemanden außer Allah, Al-Hadi, derjenige, der Recht leitet, wenn man ihn um seine Rechtleitung bittet. Nur Allah allein vermag zu rechtleiten. Niemand anderes sonst. Ich bezeuge, dass es nichts Anbetungswürdiges gibt außer Allah, dem Majestätischen und dem Erhabenen allein. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein ihm demütig ergebener Diener ist und sein letzter entsandter Prophet. Liebe Geschwister, heute möchte ich über ein Thema sprechen, was eigentlich in jeder muslimischen Familie Thema ist bzw. sein sollte und auch sehr stark in der Gesellschaft diskutiert wird. Ich meine gelesen zu haben, dass es in Deutschland 800.000 Lehrer alleine gibt. Und das Schulsystem ist ein relativ stark ausgebautes in Deutschland und gilt als Sozialisationsinstanz. Neben der Familie, beziehungsweise nach der Familie, gilt die Schule als wichtigste Sozialisationsinstanz und danach kommt die Jugendhilfe. Das sind die drei Sozialisationsinstanzen, von denen man in der Sozialarbeitswissenschaft spricht. Schule. Und wir wollen darüber sprechen, wie wir uns als Muslime in der Schule zu verhalten haben, und zwar begleitet von Lektionen unserer Religion. Zunächst einmal halten wir fest, wir betrachten die Offenbarung Allahs, die zweite Offenbarung oder eine von zweien, nämlich seine Schöpfung. Das sind Allahs offenbarte Ayat, Zeichen, da seine Schöpfung ja auch von ihm stammt und er lässt uns dadurch Lektionen lernen. Und wenn wir den Menschen betrachten, ganz religionsunabhängig erst einmal, dann werden wir feststellen, dass das Lernen mit dem Menschen ganz eng verknüpft ist. Das ist ein Bedürfnis von einem jeden Menschen. Von jung, daran erkennt man es noch am deutlichsten, ja, wie viele Fragen Kinder stellen können. Die werden nicht müde, Fragen zu stellen und fragen immer weiter, immer weiter, immer weiter. Warum, 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 warum? Und wenn man es ihnen erklärt hat, nochmal, nochmal, nochmal. Und auch im hohen Alter hat der Mensch auch dieses Bedürfnis zu lernen. Und ich bin sehr stolz auf die Gemeindemitglieder, die vielleicht in ihren ersten Phasen ihres Lebens nicht die Möglichkeit hatten, lesen und schreiben zu lernen und jetzt, nachdem sie 50, 60, 65 geworden sind, noch einmal lesen und schreiben lernen. Auf diese Gemeindemitglieder bin ich besonders stolz, weil sie diese Scham überwinden, die damit verbunden ist, nach außen praktisch sich so als lernbedürftig zu zeigen, gerade in so für die Gesellschaft grundlegenden Dingen, alltäglichen, normalen Dingen. Und davon sollten wir alle lernen. Das heißt, das ist erstmal etwas, womit Allah Ta'ala den Menschen ausgestattet hat, mit dem Drang nach Lernen. Und wenn wir diesem Gesetz seiner Schöpfung zuwiderlaufen, dann leben wir auch nicht richtig Gott ergeben. Da sind wir keine richtigen Muslime, diejenigen, die sich Allah Ta'ala ergeben haben. Warum? Weil wir laufen einem Schöpfungsgesetz
zuwider. Wir laufen damit einem Schöpfungsgesetz zuwider. Lernen ist also unsere Bestimmung. Außer wir wenden uns von dieser Bestimmung ab. Und zwar das allein aufgrund unseres Menschendaseins. Noch nicht mal aufgrund einer gewählten Religion, sondern allein aufgrund unseres Menschendaseins sollte Lernen, und zwar lebenslanges Lernen, von uns als Bestimmung gesehen werden. Nachdem wir es als Bestimmung festgehalten haben, wollen wir es auch als Chance betrachten. Als Lebenschance. Wir wissen, gerade in Deutschland, wie stark die gesellschaftlichen Aufstiegsmöglichkeiten damit verbunden sind, dass man einen Bildungsabschluss hat. Dass man sich auch nach diesem Bildungsabschluss, auch während der Arbeit, nochmal weiterbildet und fortbildet. Wir haben auch man mag googeln. Viele berufsbegleitende Studiengänge und Zertifikate und Kurse, Fort- und Weiterbildung. Das Netz ist voll davon. Die Volkshochschule bietet da eine Menge an. Viele, viele private wie auch staatliche Anbieter auf diesem Feld. Das ist eine Chance. Und wenn ein Realschüler einen Schultag verpasst, aus welchem Grund auch immer, aber es gibt gute und schlechte Gründe, berechtigte und unberechtigte, dann gehen ihm mit diesem Tag 23,68 € flöten. Das ist das, was der Staat ausgegeben hat pro Kopf, pro Realschüler, und zwar an Netto-Schultagen. Wenn er fehlt, dann verzichtet er auf 23,68 €. Und wenn er in einem Gymnasium ist, wo etwas mehr Geld reingesteckt wird seitens des Staates, verliert er 28,41 €. Kann man sich das vorstellen? Das heißt, Bildung hat nicht nur einen Wert, einen unbezahlbaren, sondern auch einen sehr hohen Preis. Und wenn man ein Studium, mal abgesehen von den Studiengebühren, abschließt, im Bereich der Sozial- oder der Rechtswissenschaften, hat der Staat einem 23.000 € gegeben. Und wenn man Medizin studiert, bis zu 200.000 € stecken dann in dieser Person drin. Das heißt, Bildung ist auch eine Chance, hat auch einen Preis, beziehungsweise ist auch in Geld wiedergebbar. Und die Möglichkeiten, die wir hier haben in einem Land, wo es mehr oder weniger kostenlose Schulbildung gibt, jetzt mal wie gesagt abgesehen von Studiengebühren, aber da ist ja auch das Semesterticket mit dabei, was auch ein ziemlich gutes Schnäppchen ist im Vergleich zu den sonstigen RMV-Preisen. Das sollte unsere Bestimmung sein und gerade als Muslime sollten wir dies als große Chance und als Geschenk von Allah annehmen in der Praxis, dass wir dies zu wertschätzen wissen. Und wir kennen die Flüchtlingsströme nach Europa und gerade auch der Versuch, nach Deutschland zu kommen. Unter anderem wegen solchen Dingen. Fliehen Menschen und lassen ihre Heimat und ihre Familienmitglieder zurück, damit sie vielleicht nicht, also erstmal für sich, aber dann auch für ihre Kinder bessere Chancen ermöglichen können. Und wenn wir als Kinder derjenigen oder als Enkelkinder derjenigen, die hier eingewandert sind von ihrer Heimat und die sich ihre Bandscheibenvorfälle geholt haben und die sich wirklich kaputt gearbeitet haben, körperlich wie auch mental, wenn wir als Kinder und Enkelkinder dieser Väter und Großväter, dieser Mütter und Großmütter diese Chancen nicht ernst nehmen, dann verraten wir alle Mühen von diesen geehrten Generationen. Und das ist dann auch kein Ihsan, kein Birr, keine Güte, keine verpflichtende Dankbarkeit, keine Ehrerbietung unseren Eltern und Großeltern gegenüber. So begleitet uns der Islam durch die Schulzeit, durch das Studium und natürlich auch übertragbar auf die Arbeit, selbstverständlich. Aber wir konzentrieren uns in dieser Khutbah speziell auf das Thema Schule. Da ist sehr vieles mit drin. Der Dienst Allah Ta'ala gegenüber, der Dienst den Eltern gegenüber. Das ist eine Ibadah auf allen Ebenen. Auf der Ebene Mensch und sein Schöpfer und auf der Ebene Mensch und Mitmensch. Und natürlich viele von uns fragen sich, die sagen, ja, ich werde es im Leben nie brauchen, diesen Stoff, den ich da lerne. Natürlich, mag was dran sein. Aber eine Frage, sind wir allwissend? In sehr vielen Fragen, fragt mal die Älteren, diejenigen, die es jetzt nicht glauben mögen. Jeder, der die Schule verlassen hat und ein paar Jahre lebte, sagt am Ende, hätte ich doch damals in der Schule besser aufgepasst. Ich hätte nie gedacht, dass mir das jetzt mal was bringen würde. Und sei es in einem Gespräch, so im Alltag, wo es so um Allgemeinwissen geht. Muss doch nicht mehr etwas Berufliches sein.
Man bereut, in der Schule nicht richtig aufgepasst zu haben. Das ist ein Gesetz. Der eine mehr, der andere weniger. Wie gesagt, unabhängig davon, ob wir diesen Stoff einmal verwenden können oder nicht, die Schule an sich ist ein Trainingslager. Ist ein Training. Wenn man mit 20 nicht gelernt hat, zu lernen, fleißig zu sein, dann ist das nochmal schwerer, es mit 20 zu lernen. Ist nicht unmöglich. Wie gesagt, wir haben viele sogenannte Quereinsteiger, ja, in Sachen Bildung, die erst später damit angefangen haben und aufgrund ihres Fleißes überholen sie sogar diejenigen, die am Anfang praktisch die Chancen so auf einem silbernen Teller serviert bekommen haben. Aber natürlich, die Regel ist, dass es natürlich mit mehr Opferungen einhergeht. Das heißt, wenn wir nicht gelernt haben zu lernen, was soll dann später aus uns werden? Wer wird uns dann später nochmal die Chance geben? Unser Arbeitgeber? Der ist dann nicht mehr so wie der Lehrer. Und allein aus einem instinktiven Gefühl, Schmerzen und alles Unangenehme abzuwenden, sollte sich jeder darum bemühen, den nächsthöheren oder zweithöheren Schulabschluss anzustreben. Weil ansonsten hat man die Probleme, erstmal Lehrstellen zu finden. Ja? Und das kann sehr lange dauern. Und es kann dann in eine sehr tiefe Krise auch stürzen. Und dann, wenn man eine hat, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, sagt man in Deutschland. Dann sind das 3 Jahre wirklich, wirklich hartes Leben, nicht nur harte Arbeit. Da kann man nicht trennen zwischen Arbeit und Privatleben. Nein, da ist man belastet. Da hat man Angst, einmal zu spät zu kommen in den ersten 6 Monaten. Warum? Kündigungsgrund. Und sowieso, man kann kündigen, entlassen in den ersten 6 Monaten, ohne dass man überhaupt einen Grund vorzugeben hat als Arbeitgeber. Da muss man kämpfen. Und dann ist man vielleicht sein Leben lang auf diesen einen Beruf. Von diesem Beruf abhängig und später merkt man dann, ah, ich hätte eigentlich etwas anderes lernen wollen. Und das Umsteigen ist vielleicht sogar unmöglich, beziehungsweise muss man dann erstmal wieder einen anderen Bildungsabschluss nachholen. Aber Schule, ja, mal ganz ehrlich, es macht auch Spaß, in der Schule zu sein. Ja, man sieht da seine Freunde, seine Kollegen, ist auch mal ein bisschen lustig, einer macht immer einen Witz. Man hat weniger Druck, man hat sozusagen eine verlängerte Kindheit, eine verlängerte Jugendzeit. Und am Ende, mit jedem Bildungsabschluss mehr, hat man einen Schlüssel oder einen ganzen Schlüsselbund in der Hand mehr an Möglichkeiten des Studiums und damit auch der Arbeit. Und natürlich, je höher der Bildungsabschluss ist, umso wahrscheinlicher ist, dass man überhaupt eine Arbeit bekommt. Weil in sehr vielen Berufen, die damals traditionellerweise aufgenommen wurden von Jugendlichen mit Hauptschulabschluss, mittlerweile verlangen die sogar selbst Abitur. Mir hat ein Koch berichtet, dass der eine Bewerbung bekommen hat von einem Abiturienten. Aber nicht jemand, der mit 3,5 oder 3,7 abgeschlossen hat, sondern der hat ein sehr gutes Abitur auf den Tisch gelegt. Das heißt, die Konkurrenz da draußen, die ist gnadenlos. Die ist knallhart geworden. Was wiederum bedeutet, dass wir uns mehr anstrengen müssen. Und die Bildung, wie gesagt, nicht nur als Bestimmung, sondern auch als Chance begreifen müssen. Und wenn wir das verstanden haben, Bildung als Bestimmung und Bildung als Chance, als Schlüsselbunde, dann werden wir auch als Muslime bereit sein, diese Herausforderungen, die vielleicht auch speziell auf uns, die wir speziell als Muslime auch bewältigen müssen, dass wir die auch engagierter angehen. Ja, wir kennen diese ganzen Debatten vom Schwimmunterricht und den Klassenfahrten und vom Sexualkundeunterricht, ja, und vom Gebetsplatz und all diese Dinge, die übrigens von pädagogisch motivierten Schulen längst gelöst wurden. Ja? Und meist auch, und das ist ein sehr wichtiger Baustein, über das Engagement von muslimischen Eltern. Ja, dann fahr doch mit auf der Klassenfahrt und engagier dich in einem Schulalltag. Bei den Elternsprechtagen, ja, wenn es darum geht, die Klassenkasse aufzufüllen, ja, gehöre nicht zu denjenigen, die ihren Beitrag nicht zahlen oder zu denjenigen, die nur diese 3-4 Euro zahlen, sondern leg mal einen Schein hin. Zeig mal ein bisschen Engagement auch über diesen Weg. Und man wird sehen, dass gerade in der heutigen Situation die Pädagogen, die wollen dann fast umarmen, muss man ein bisschen aufpassen, ja, nicht sofort umarmen, ja. Die werden dankbar sein, weil die lächeln nach solchen Eltern, die sich engagieren. Wenn wir Bildung als Bestimmung und wenn wir Bildung als Chance und wenn wir Bildung als Gottesdienst und wenn wir Bildung als Ehrerbietung unseren Eltern gegenüber auffassen, dann werden wir bereit sein, auch diese Herausforderungen nach und nach
zu bewältigen. Und übrigens, das haben wir auch schon öfters mal besprochen, die Gesellschaft ist auch an sich hart. Das hat nicht nur mit den Muslimen etwas zu tun. Auch, ja, Ur-Bio-Deutsche, wenn ich das mal so sagen darf, haben untereinander Konflikte. Und der eine benachteiligt den anderen. Und Gerichtsprozesse laufen und Leute beschweren sich und fühlen sich in ihrem eigenen Land gar nicht mal richtig wohl. Ja, und viele ursprünglich Deutsch-Deutsche, ja, die jetzt nicht Muslime sind, weil das eine hat mit dem anderen erstmal nichts zu tun, ja, kann auch ein muslimischer Urdeutscher sein und umgekehrt ein arabischer Christ beispielsweise. Viele von diesen Bio-Bio-Urdeutschen, ja, die wandern in andere Länder aus. Die sagen ja, Deutschland ist einfach ist ein hartes Land, so vom menschlichen Umgang miteinander. Das heißt, da müssen wir nicht immer alles auf Islamophobie und Islamfeindlichkeit beziehen. Das gibt es natürlich auch, aber nicht immer und ständig. Wie sollte sich also der Schüler verhalten, nachdem er das begriffen hat, Bildung ist Bestimmung und Bildung ist eine Chance? Zum einen kehren wir zurück zu den Propheten, zu einem der 5 bedeutsamsten Propheten, zu Musa alaihi salam, der von einem anderen Propheten, der insgesamt an Rang niedriger gestellt war, aber der von diesem anderen Propheten etwas zu lernen hatte. Das hat Allah Ta'ala so bestimmt und per Offenbarung beiden Propheten zukommen lassen. Der andere ist Khidr alaihi salam. Und Musa alaihi salam wegen einer bestimmten Angelegenheit, also von Allah Ta'ala bereits entschiedenen Sache, wer kam zu wem? Der Spezialist zum höher gestellten Propheten, Khidr zu Musa alaihi salam? Nein. Musa alaihi salam, er musste hart reisen, lang und beschwerlich zu seinem Lehrer reisen. Und dann sagte er, Allah Ta'ala hat uns beiden befohlen, dass du mir etwas beibringst, so um diese Hierarchie nochmal so deutlich werden zu lassen. Nein. Hört euch die folgenden Worte von Musa alaihi salam an, im Koran festgehalten. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Darf ich dir folgen, um etwas von dem zu lernen, was dir an Besonnenheit, an Rechtschaffenheit beigebracht wurde? Nicht, dass er den Befehl von Allah Ta'ala in Frage stellt, aber er begibt sich in die Rolle des Schülers und dazu gehört Demut und Respekt gegenüber dem Lehrer. Und das ist eines von immer genannten Punkten von belasteten Lehrern. Kann man nachgoogeln, man kann sich auch selber mit Lehrern in Verbindung setzen. Ja, viele von uns, die hier sitzen, haben nämlich Lehrer. Unverschämte Schüler, verhaltensauffällige, schwierige Schüler. Das macht den Lehreralltag quasi zu einer Hölle auf Erden. Und Lehrer sind als Berufsgruppe an sich schon sehr stark belastet. Über die Hälfte sagt, wir werden es nicht bis zum Pensionsalter durchhalten. Und über die Hälfte hat deswegen auch gesundheitliche Probleme. Und die Scheidungsrate ist bei Lehrern etwas höher. Was jetzt nicht schon damit zu tun haben muss, dass sie immer so ein bisschen besserwisserisch sind, laut dem Volksmund, ja, sondern das an sich ist ein sehr, sehr belastender Job. Das heißt, umso mehr verdient der Lehrer Respekt, weil wie gesagt, er hat geopfert, um diese Stelle haben zu dürfen. Und wenn wir nicht demütig sind, dann werden wir nicht von seinem Wissen profitieren können. Teilweise hängt auch diese Belastung, diese Überforderung damit zusammen, dass Lehrer sprachlich überfordert sind im Umgang mit vielen Eltern, ja, nicht nur muslimischen Eltern, dass sie auch kulturell überfordert sind, beziehungsweise religiös, nicht unterscheiden können, das ist jetzt Kultur oder das ist Religion. Und wir machen es den Menschen auch nicht immer leicht. Mir hat jemand erzählt von jemandem, der eine Ausbildung gerade macht. Er hat praktisch gesagt, es ist eine religiöse Pflicht für ihn, in den letzten 10 Tagen vom Ramadan in der Moschee zu übernachten. Deswegen braucht er unbedingt Urlaub. Das ist gelogen. Das ist keine religiöse Pflicht. Das ist eine wichtige, freiwillige Tat. Aber wenn man das nicht kann, aus beruflichen oder schulischen Gründen, dann macht man halt das, was man kann. Am Abend für 1-2 Minuten kommt man in die Moschee, macht die Niyya, die Absicht fasst man, sich zurückzuziehen. Und das ist bereits bei Allah Ta'ala als I'tikaf anerkannt, für einen einzigen Moment. Das heißt, man tut das, was man eben auch kann. Und dann müssen wir versuchen, auch auf diese Lehrer zuzugehen. Wenn es unsere Eltern nicht können, dann müssen wir dieses Bewusstsein bei unseren Eltern schaffen und uns anbieten als Übersetzer und motivieren und uns vielleicht auch bündeln in unseren Moscheen. Eltern
Gruppen gründen, die dieses Thema auch unter sich voranbringen. Und dieses auf den Lehrer zugehen, ihn entlasten, ihn aufklären, ihm erklären, ihm Hilfe anbieten in solchen Fragen, das wird den Schulalltag enorm stärken für uns, enorm erleichtern. Und unsere Kinder werden dann auch noch lieber in die Schule gehen, selbstverständlich. Und das muss man natürlich auch an die Ausbildung melden. Ja, wenn Lehrer in der heutigen Zeit überfordert sind mit solchen Fragen, dann muss sich die Ausbildung von Lehrern auch dahingehend ändern. Und andersherum formuliert oder die andere Perspektive einnehmend, wir als Muslime müssen diesen Job als Lehrer auch ernst nehmen und unsere Kinder dazu ermutigen, in diesem Job zu arbeiten. Und das ist übrigens ein Studium, was auch weltweit Anerkennung findet. Ja? In Deutschland als Lehrer ausgebildet zu sein, genießt eine hohe Anerkennung, nicht nur national, sondern auch international. Und natürlich wissen wir, dass einige Komplikationen damit verbunden sind. Ja? Dass aus der Sicht von vielen Juristen grundgesetzwidrige Verbot für Musliminnen mit Kopftuch an Schulen zu unterrichten, was praktisch dadurch auch noch deutlicher wird, dass sogar Nonnen im Schuldienst sind. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise, und die bedecken ihren Körper genauso wie die Muslimen mit Kopftuch. Oder dass es gesetzeswidrige Praxen von Schulen gibt, die sagen, wir wollen keine Referendarinnen mit Kopftuch aufnehmen und dass sich da Widerstand formiert. Aber diese Herausforderungen, wie gesagt, die müssen wir angehen. Und selbst wenn es dann bedeutet, dass die Frau, die auf ihr Kopftuch besteht, vielleicht erstmal in anderen Bereichen arbeitet und dann später, wenn der Lehrermangel noch größer wird, irgendwann mal später bei geänderter Gesetzeslage zurück in den Schuldienst kehrt. Und auch noch aus den Erfahrungen aus den anderen Berufen noch ein besserer Lehrer geworden ist. Weil man, wie gesagt, andere Wege auch gehen durfte über diese Zwangsauflage praktisch. Wir müssen diesen Beruf ernster nehmen. Das heißt nicht nur Elektrotechnik und BWL und VWL, diese ganzen klassischen Fächer, sondern eben auch das Lehramt sollte etwas sein, was uns als Studium interessiert. Weiterhin die Geduld. Musa alaihi salam, ihm wurde sofort gesagt, du musst dich an meine Regeln halten. Das hat Khidr gesagt. Und die sind eben mit Geduld verbunden. Und was sagte Musa alaihi salam? Er sagte, Satajiduni insha Allahu sabiran wa la a'si laka amra. Du wirst mich, so Allah will, geduldig vorfinden und ich werde mich keinem deiner Befehle widersetzen. Geduld. Und das ist eine sehr, sehr harte Lektion. Und wisst ihr, wie man sie erlernen kann? Learning by doing. Das sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, Geduld lernt man durch das Üben von Geduld. Geduld lernt man durch das Üben von Geduld. Ebenso, liebe Geschwister, die Gottesehrfurcht, At-Taqwa. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Und habt Ehrfurcht vor Allah und Allah wird euch lehren. Und der Lehrer von Imam al-Shafi'i, er sagte, إِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصٍ. Wahrlich, das Wissen ist ein Licht. Und das Licht Allahs zieht nicht in die Herzen der Sünder. Das heißt, wenn wir ein gottesfürchtiges Leben leben, wird Allah Ta'ala uns auch das Lernen erleichtern. Das garantiert er im Koran. Und der Weg auch zum Paradies wird erleichtert. Der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der auf dem Weg ist nach Wissen, sich Wissen anzueignen, dem wird Allah Ta'ala auch den Weg in das Paradies ebnen und leicht machen. Das Gelernte ist also ein Geschenk Allahs. Und wenn wir das als Geschenk auch wahrnehmen, werden wir uns auch immer freuen, wenn wir uns etwas gelernt haben. Wenn wir etwas gelernt haben und dann entsteht auch so eine Art Sucht, eine positive Sucht, dass man dann auch immer mehr haben möchte. Und wenn wir all dies verinnerlicht haben, die Bestimmung, die Chance, Demut, Respekt gegenüber dem Lehrer, die Gottesfurcht noch mit einbezogen, dann werden wir was tun? Dann werden wir das Lernen ernst nehmen. Wir werden es ernst nehmen. Und auch dazu gibt es sehr viele Beispiele aus dem Koran und aus der Sunna. Ich beschränke mich jetzt auf die folgenden. Als Jibril a.s. in Form eines Mannes
zum Propheten kam, sallallahu alaihi wasallam, also der Erzengel Gabriel. Und er sagt, also, und es gibt diesen Dialog, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortend auf die Fragen vom Erzengel Gabriel, ja, rhetorische Fragen in dem Sinne, die Religion des Islams lehrt. Die 6 Imaninhalte, die 5 Säulen, Al-Ihsan. Wo hat sich Jibril hingesetzt? So am Rande vom Kreis oder irgendwo im Kreis? Nein, sie saßen Knie an Knie. Was für uns bedeutet, im übertragenen Sinne, ja nicht, dass wir jetzt dem Lehrer zu sehr auf die Pelle rücken, dass wir in der ersten Reihe sitzen, dass wir an den Gruppentischen sitzen, die nahe dem Lehrer gegenüber sind. Und das führt dann dazu, dass man dann auch weniger abgelenkt werden kann, weil was hat man vor sich? Man hat den Lehrer vor sich und die Tafel, stimmt's? Aber wenn man hinten sitzt, und übrigens, das wissen auch die Lehrer, ja, die wissen, dass diejenigen, die sich hinten hinsetzen und gerne hinten sitzen, ja, die werden gleich abgestuft. 1, 2, 3, 4 Stufen. Aber diejenigen, die vorne sitzen, die können gar nicht abgelenkt werden. Das Ohr ist auf das fixiert, was von vorne kommt. Und die Augen genauso. Das heißt, man kriegt vieles gar nicht mit, was hinten so passiert. Aber wenn man ganz hinten sitzt, dann kriegt man mit, der macht diesen Spaß und hier läuft dies und jenes. Ja, und dann ist man, ja, hin und her gerissen. Und man kriegt eben nicht das mit, was dann von vorne vom Lehrer kommt. Wir werden sogar auf unsere Ernährung achten. Ja, wenn wir als Sportler auf unsere Ernährung achten und wir gucken, ja, was kann ich nehmen? Eiweiß, und wo ist Eiweiß drin? In dem und dem und dem Nahrungsmittel. Und dass man diese Stärke, diese Disziplin, nein, nein, Schokolade, nein, ich will nicht. Kuchen, nein, 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 ich will nicht. Ich bin im Training, ja, ich mache gerade so eine Diät, etc. Das heißt, da wird man auch gucken, weil das Gehirn verbraucht knapp 1/3 von der Energie eines Menschen. Das heißt, das Gehirn braucht auch eine spezielle Nahrungszufuhr. Ja, dass man Obst und Gemüse und Nüsse und dass man viel Wasser auch trinkt, ja. Diese komplexen Kohlenhydrate, dass man halt morgens nicht seine Schokopops oder wie das alles heißt isst, sondern wirklich ein richtiges Müsli, wenn man es isst, dass man dann noch mehrere Stunden satt ist. Und wenn man dann in der ersten Pause etwas isst, dann nicht das Nutella-Brötchen oder Schoko-Aufstrich-Brötchen, sondern dass man Vollkorn zu sich nimmt, Obst und Gemüse, solche Dinge zu sich nimmt, dann ist man auch wirklich fit. Weil Lernen, ja, das ist auch stark mit Leistung verbunden. Und zur Leistung gehört eben auch die richtige Ernährung. Wir werden das Ganze also richtig ernst nehmen. Und all dies kommt auch aus dem Namen des Schülers heraus. Der Schüler im Arabischen, ja, ist At-Talib. Und Talaba bedeutet, um etwas bitten, etwas fordern, etwas verlangen, sich etwas wünschen, etwas erstreben. Das heißt, automatisch ist diese Ernsthaftigkeit im Worte des Schülers mit aufgenommen worden. Subhanallah. Das heißt, wenn wir nur sprachlich ein Talib sind, dann sind wir auch in der Wirklichkeit ein Talib. Aber wenn wir in der Wirklichkeit kein Talib sind, dann brauchen wir irgendein anderes Wort. Dann brauchen wir irgendein anderes Wort. Aber wir wollen lieber, inshallah, die Bestimmung erfüllen. Und das ist ganz einfach. Wenn man es vielleicht nicht direkt im Koran oder in der Sunna sieht, man lernt von den Erfolgreichen. Wie in allen anderen Fragen auch. Man guckt ja, wie machen die das? Wie machen die das, die 1 und 2 bekommen? Ja, man muss sich mit deren Verhaltensauffälligkeiten dann etwas mehr beschäftigen. Wie werden die so erfolgreich? Man wird sich die besten Stifte und die besten Materialien holen, weil das ist normal für die Menschen. Ja, die Fußballer und Basketballer, die freuen sich auch mal auf ihre Schuhe und auf ihr ganzes Equipment, das Ganze nebenbei, ja, die Trinkflaschen etc. Weil das ist auch etwas Erfolgsverleihendes. Michael Jordan hat keine einzige Partie in seinem Leben gespielt mit 2 Paar Schuhen. Umgekehrt, Entschuldigung. Er hat niemals 1 Paar Schuhe 2-mal verwendet. Und danach gefragt, sagte er, ja, dieses Gefühl, ein neues Paar Schuhe anzuziehen, das hat etwas Besonderes. Und mit diesem Gefühl wollte ich in jedes Spiel gehen. Das heißt, wir fangen es an, wirklich ernst zu nehmen. Und wirklich, es ist eine Schande, viele von uns innerhalb unserer Familien, Söhne wie Töchter, sie haben noch nicht mal richtiges Schulmaterial. Noch nicht mal richtiges Schulmaterial. Und da müssen wir, wie gesagt, anfangen, damit aufzuhören und mit anderen Dingen anzufangen. Lass uns an dieser Stelle um Vergebung bitten. Allah ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ein weiterer Baustein zu einem erfolgreichen Schüler-Dasein. Und wie gesagt, Schüler kann man auch auf der Arbeit sein. Und unabhängig davon ist man Schüler als Mensch, weil es, wie gesagt, uns als Bestimmung auferlegt wurde. Außer wir handeln dem gegenüber zuwider. Ist der Ausgleich. Wir alle haben, wenn wir Zeitung lesen oder bestimmt auch, wenn wir einen Fernseher haben, ich persönlich habe keinen Fernseher, aber sicherlich wurde auch darüber im Fernsehen berichtet, Magnus Carlsen sollte jetzt ein bekannter Name sein, stimmt's? Das ist der, ich meine, 23-Jährige, der den vorherigen Schachweltmeister quasi auch vorführte. Und zu seinem Erfolgsgeheimnis zählt auch, dass er ein ausgeglichenes Leben führt. Er hat zu seinen Hobbys gehört, Skifahren und Fußball spielen. Also er ist, ja, auch die körperliche Kraft, die damit einherging, wurde als Erfolgsfaktor im Sieg gegen Anand gewertet. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, es gibt eine Zeit für dies und es gibt eine Zeit für das. Wir können also nicht ständig auf demselben Iman-Level sein oder auf demselben Leistungslevel sein. Beziehungsweise gehört es dazu, dass wir, wenn wir starke Leistungen vollbringen, sei es wie gesagt spirituell oder körperlich oder geistig in irgendeinem der Bereiche im Leben, dass wir auch diesen Ausgleich haben. Das kennen die Sportler, ja, die ihren Trainingsplan so haben, dass sie nicht 8 Trainingseinheiten verteilt auf die Woche an 2 Tagen erledigen, sondern die Pause, die Regeneration gehört zur Leistung dazu. Dass der Körper, dass der Mensch, dass der Geist sich erholen kann. Das heißt, wir brauchen auch Hobbys, wenn wir unsere Schule ernst nehmen, die uns dann auch ausgleichen, die das viele Sitzen auch ausgleichen. Ja, auch gerade für Jungs, gerade für Jungs, ja, nicht ausschließlich, aber gerade für Jungs, und gerade auch in der Pubertät, ja, die muss man schwitzen lassen, 3, 4, 5 Mal in der Woche. Dass man wirklich auch einschlafen kann abends, früh und am nächsten Tag dann auch früh aufstehen kann und dann sofort nach seinem Müsli verlangt, nach seinem mehrkettigen Kohlenhydrate-Müsli. Und andere Hobbys, die, wie gesagt, die einen so ein bisschen in eine andere Welt auch hineinführen. Und dass man versucht, ein etwas humorvollerer Mensch zu sein, natürlich innerhalb der Grenzen des Islams, wir wollen jetzt niemanden fertig machen, ist auch ein großes Problem. Auch ein riesengroßes Problem. Ein Lehrer vor ein paar Tagen, mit dem ich ein Gespräch hatte, der brachte es auf den Punkt, der sagte, ja, irgendwann fängt man dann schon an, sich zu fragen, ob das Bescheuertsein von diesen Leuten mit ihrer Herkunft oder mit ihrer Religion zusammenhängt. Ja? So funktionieren Menschen. Deswegen redet man auch von der vorurteilsbewussten Pädagogik. Das heißt, dass jeder Pädagoge und wir als Muslime sowieso, wir sollten uns bewusst sein, ja, wir haben Vorurteile. Es gibt niemanden, der keine Vorurteile hat. Das ist etwas, was, ja, mit dem Dasein des Menschen praktisch auch zusammenhängt. Dass wir darauf achten, wie benehmen wir uns in der Schule. Ja, Stichwort Gottesfurcht, dass man so lebt, das ist ja Ihsan, in den Worten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass du so lebst, als ob du Allah sehen könntest. Und wir wissen, das ist ausgeschlossen in diesem Leben. Aber dies wissend, weiter der Hadith, dass du weißt, dass Allah Ta'ala dich in jedem Moment von deinem Leben sieht. Das ist Ihsan. Das ist, liebe Geschwister, Ihsan. Und dann können wir auf diesem Feld auch mit vielen Vorurteilen praktisch aufräumen. Praktisch, wie gesagt, aufräumen. Dass wir, wie gesagt, humorvoll sind, aber ohne andere zu verletzen, ohne irgendwie zu mobben oder fertig zu machen. Und uns etwas auflockern, immer gute Witze parat haben, uns auch immer gerne gute Witze erzählen lassen. Das gehört auch dazu, ein erfolgreiches Leben als Muslim wie auch als Schüler zu leben. Liebe Geschwister, ich darf auf ein Seminar aufmachen, islamische Orientierung. Das wird stattfinden im Dezember, und zwar vom 21. Dezember bis zum 30. Dezember. Es sind also 9 Tage mit einem Tag Pause dazwischen. Und wie gesagt, für Essen, Trinken, Pausen, also am besten, ihr beschäftigt euch mit dem Flyer hier. Die Themen werden sein Gott und die Schöpfung des Menschen, die Wichtigkeit der Da'wah, Workshops und über Infostände und Abende, Islam und andere Religionen und wie gesagt viele andere Themen mehr. Referent wird sein Khalid El-Bakri, der hier auch regelmäßig die Freitagspredigt hält.
Lass uns inshallah versuchen, das Leben als Chance wahrzunehmen, zu lernen, als Bestimmung, dass wir zu lernen haben und dass es auch Spaß macht, weil Allah Ta'ala würde uns nicht mit Widersprüchen erschaffen. Und inshallah, wenn wir dies ernst nehmen, Gottesdienst betreiben, Ehrerbietung unseren Eltern und Großeltern gegenüber, wir werden uns selbst Erfolgschancen verleihen und die auch vielleicht an unsere Kinder leichter wieder weitergeben können. Allahumma amin. Und wie gesagt, auch auf seitens derjenigen, die Vorurteile haben, wenn wir vieles wieder gut machen können, beziehungsweise auch positiv aufbauen. Damit ist die Freitagspredigt beendet. Wir bitten diejenigen, die sich um die Spenden für die Moscheen bemühen, nun rumzugehen. Wie ihr wisst, empfangen wir keinerlei Hilfsgelder von seitens des Staates, sind damit auch, alhamdulillah, unabhängig. Und damit wir Miete und anderes bezahlen können, Wasser, gerade für diejenigen, die halt den Wasserhahn immer voll aufdrehen, ja, das kostet einiges, deswegen lasst es flattern und nicht klimpern. Allah Ta'ala verspricht im Koran: Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. O ihr Gläubigen, helft Allahs Sache und er wird euch helfen und er wird euren Füßen festen Halt verleihen. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam: Bittet Allah Ta'ala um Lebensunterhalt, indem ihr spendet. Das heißt, was ihr spendet zu den Gelegenheiten, ist gleichzeitig auch ein Bittgebet, was noch nicht mal ausgesprochen wurde. Ein Bittgebet um Lebensunterhalt, was Allah Ta'ala auch erfüllen wird. Wenn wir uns nun zum Gebet aufstellen, wie gesagt, schaltet die Handys alle aus, sodass ihr sie nicht blinken sehen könnt, dass ihr sie nicht vibrieren spürt und betet so, als sei es euer letztes Gebet und betet mit dem Wissen, dass Allah Ta'ala euch hört und dass Allah Ta'ala euch auch antwortet. Lasst uns nebeneinander stehen, lückenlos, ohne dass wir einander bedrängen. Iqamatus Salah.